Herzlich willkommen! In dem Video zeigen wir euch heute die Verarbeitung des Ofenbaumörtels Universal HM. Ich bin Daniel Reisinger und bin Ofensetzer. Mein Name ist Alexander Zahn und ich bin Entwickler für feuerfeste Mörtel und Betone hier an den Wolfshörtonwerken. Daniel, wofür verwendest du den Universal HM? Der Universal HM ist eigentlich der ideale Mörtel, wenn ich beim Kachelofen oder beim Kaminofen die Außenhülle mauern möchte. Mhm. Er geht sehr schnell von der Anbindezeit her, wird sehr stabil, ja, und das schätze ich da, dass das perfekt ist an dem Mörtel. Mhm. Aber Alexander, was ist da eigentlich drin in dem Mörtel? Unser Universal Mörtel HM ist ein hydraulischer Mörtel, der auf Basis unserer werkseigenen Schamotte konzipiert wurde. Das bedeutet, er wurde daraufhin getrimmt, dass er auch höhere Temperaturen aushalten kann. Das heißt, also ich kann ihn nicht bloß für den Außenbereich am Ofen anwenden, wo ich so Anwendungstemperaturen von 100 bis 200, 300 Grad habe, sondern du sagst auch im Feuerraum und im Zugbau, wäre der verwendbar, oder? Wir weisen unseren Mörtel aus für Temperaturen bis über 1000 Grad. Dementsprechend wäre das möglich, jedoch empfehlen wir eher für diesen Bereich unsere rein keramischen Mörtel Uni HKM und Uni Plus. Okay, jetzt gehe ich mal her und rühre den mal an, den Mörtel. Da hast du mir schon mal eine Wassermenge und die richtige Mörtelmenge vorbereitet. Na klar. Was hat es denn damit auf sich eigentlich, dass man da wirklich Wasserverhältnis und Mörtelverhältnis dementsprechend zusammenmischt? Gerade bei den hydraulischen Mörteln ist es extrem wichtig, dass das Wasser-Feststoff-Verhältnis stimmt. Denn zu wenig Wasser wäre genauso schädlich wie zu viel. Darunter leidet dann die Festigkeit. Okay. Tun wir jetzt immer gerne als allererstes das Wasser rein. Und dann das Pulver. Das hat den Vorteil, dass man das unten am Kübel nicht fest wird. Und weil ich ja weiß, dass der Mörtel in 10 bis 15 Minuten fest wird, mache ich natürlich nur die Menge an, die ich auch in der Zeit verarbeiten kann. Beim Anrühren merke ich, dass der schon richtig schön klebrig ist. Jetzt trage ich den mal auf unseren Schamottstein auf. Das ist jetzt so die klassische Stärke von 3 cm, die man beim Ofenbau oft für die Außenhülle verwendet. Mhm. Soll ich jetzt da vorher noch mal Wasser drauf tun mit dem Mörtel? Wasser ist nicht nötig, nur staubfrei sollte es sein. Okay. Aber Daniel, warte. Als hydraulischer Mörtel ist er mit einem hohen pH-Wert schädlich für die Haut. Deswegen sollte man unbedingt mit Handschuhen arbeiten. Vielen Dank für den Hinweis. Ich mache jetzt gerne immer als allererstes eine Kontaktschicht auf den Stein drauf. Damit erhöhe ich jetzt einfach nochmal die Festigkeit. Nachdem das die Kontaktschicht drauf ist, kommt hier das Mörtelmaterial drauf. Auch beim zweiten Stein ziehe ich hier die Kontaktschicht auf. Und dann verbinde ich die zwei miteinander. Man sieht also, der ist sehr standfest. Alexander, wie ist es mit der Festigkeit bei dem Mörtel? Der Uni HM trocknet an der Luft und wird auch zügig fest, sodass auch zügig weitergearbeitet werden kann. Hat seine Endfestigkeit wie viele hydraulische Mörtel, aber erst nach 28 Tagen. Okay, aber ich kenne es so von der Erfahrung, also einen Tag später, wenn ich versuche, die Steine auseinanderzubrechen oder nochmal irgendwas zu ändern, also da geht nichts mehr, der ist wirklich... Der zieht sehr schnell an. Ja. Ich habe jetzt hier gestern schon mal ein Stück mit dem Haftmörtel zusammengeklebt und wenn man jetzt mal schaut und versucht, den auseinanderzubrechen, und was man jetzt natürlich hier wunderbar sieht, ist, dass es gar nicht in der Mörtelfuge kaputt gegangen ist, sondern es ist wirklich, der Stein selber ist gerissen. Also man kann sagen, der Mörtel verbindet das fester, als der Stein an und für sich ist. Richtig. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, da kann man sich natürlich darauf verlassen, alles was mit dem Mörtel zusammengeklebt ist, dass man das wirklich, ja, wie verschweißt sozusagen miteinander. Alexander, jetzt ist der Mörtel schon so ein bisschen angezogen. Darf ich jetzt da noch ein bisschen Wasser reintun und noch mal weitermauern? Auf gar keinen Fall. Das ist genauso wie am Anfang, wenn man zu viel Wasser reingeben würde, hat das schlechte Auswirkungen auf die Festigkeit. Also dann gehe ich
davon aus, dass es fest ist, aber im Endeffekt habe ich nicht diese Verbindung, die ich eigentlich schaffe, wenn ich die richtige Wassermenge dafür herwende. Richtig. Okay. Wie lange kann ich denn den Mörtel lagern? Möglichst nicht länger als ein Jahr. Okay. Von der Fugendicke ist ja das auch an dem Mörtel was Besonderes, dass man den wirklich von sehr dünn, ja, wie waren das immer, glaube ich, 3-4 mm bis zu 50 mm verarbeiten kann. Also bin da sehr flexibel und kann ihn in vielen verschiedenen Bereichen wieder einsetzen. Gibt es bei dem Mörtel sonst irgendwas zu beachten? Dadurch, dass es sich um einen hydraulischen Mörtel handelt, ist Schutz sehr wichtig. Dementsprechend möglichst immer mit Handschuhen arbeiten und wenn es sehr staubige Tätigkeiten sind, auch mit Mundschutz. Okay, vielen Dank nochmal für die Hinweise. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was der Universal Haftmörtel für ein toller Mörtel ist. Und in dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.